Ach ja, ich warte ja auch schon ewig lang auf meinem Bus, aber ach ja, wer ein Glasauge hat, sollte nicht mit Glasaugen, ach keine Ahnung, werfen. Hallihallo, Hallöchen und damit recht herzlich willkommen zurück jetzt zu City Skylines. Ich fand das Thumbnail von letzter Folge, der Opa hat einfach was, ne? Ich fand es am Anfang ein bisschen creepy, aber okay, so, den Bus lassen wir mal vorbeifahren. Ist schon schicker, ne? Gehen wir mal wieder raus hier, genau, so. Herzlich willkommen zu City Skylines. Da fährt er gerade raus. Das heißt, ich denke auch mal, das sollte passen von der Anzahl Busse her. Letztes Mal haben wir eine Benachrichtigung von unserer Uni bekommen. Weil wir da Achso, mal kurz stimmt. Ja, das kann sich jetzt ja gerade hier so schön. Das macht er gerade, was es soll. Und dann können wir mal ganz kurz schauen. Ich habe jetzt das auch einfach weggeklickt, ne? Deswegen. So. Campus jo. Attractiveness. Wir bräuchten Studenten und mal wieder eine. Und ein Werk. Was sollen wir machen? Was soll die Uni machen? Eine Entdeckung. Ja, wir finanzieren eine Entdeckung, was ganz normal ist, klar, weil kann man ja machen. Genau, irgendwann sind ja die Studiengebühren wieder höher als das andere. Das ist immer ganz cool, was sagt unser Abendbrot hier. Die entdecken immer, wie man besser, keine Ahnung, effizienter ist. Boah, die sind aber auch, die sind renommiert. Ach, renommiert. Genau, Hauptsache, wir kriegen nicht weniger Dingens hier. Das ist das Wichtigste. Da kann man nicht viel machen. Die kriegt richtig viel Kohle, du. Ja, die brauchen auch keine Dinger mehr. Vielleicht kommen noch ein paar Gebäude. Die Lions verlieren dauernd, glaube ich. Ja, das ist mir aber egal. Vielleicht haben wir noch ein paar Gebäude und ansonsten könnten wir das ja quasi optisch fertigstellen, hätte ich gesagt. Ja. Dass wir da dann quasi das so abschließen und mal mit Bäumen umranden. Ja, sodass wir jetzt wieder uns komplett unserer Uni zuwenden können. Wir brauchen aber noch ein paar Büro-Dingens. Hier ist ein bisschen noch Nachfrage nach Büro. Ich weiß, es sind noch ein paar ausgewiesen, aber die Nachfrage ist ein Ticken höher als da nach dem anderen. Da hinten hat's gebrannt. Wo? Ja, da brennt es gerade. Ja, da kommt gerade die Feuerwehr, also ich sehe das Problem nicht. Sag mal, da ist auch schon eine Feuerwehr. Ja, eben, von daher EZ. So, dann kann man da eigentlich auch da noch so ein bisschen, da will eigentlich auch niemand hin. Ja, geh mal bitte weg, Meldung, so. Ich weise eine riesengroße Anzahl an Quadrat jetzt mal aus, damit, keine Ahnung, ja, damit es was bringt. Ja, dann bringt es was. Ja. Würde ich sagen, jetzt können wir mal ganz kurz oben uns noch unserem Abendbrot widmen. Was essen wir heute eigentlich zum Abendbrot? Keine Ahnung, wollen wir nachher noch Mittagessen machen oder wollen wir kein Mittagessen machen? Weiß ich nicht, ich habe dich zuerst gefragt. Ich dachte, heute Abend gibt es Knoblauchnudeln, aber ich kann mich auch irren. Ja, dann machen wir das doch. Ich dachte, heute Mittag gibt es Rest Blumenkohl und. Wir haben doch schon alles gebaut, oder? Berufsschulstatue 2. Sag mal, was für Gebäude wir nachher haben. Nee, Statue 1 bisher nur. Nee, Statue 2, wir haben schon alle gebaut. Ja. Alles, was es gibt, haben wir schon gemacht. Wollen wir da noch irgendwas... Da hinten sind doch noch so Bauzeichen frei. Dran. Bauzeichen heißt, ich habe das schon gebaut. Okay. Und wir haben jetzt alles schon mal gebaut, was wir gebaut haben. Wollen wir noch irgendwas erweitern? Also hier, da müsste schon nochmal optisch irgendwas hin. Ich dachte, hin, da, ne? Da gab es doch nicht nur Juristen. Da gab es doch auch noch mehrere. Ja, wir haben doch alle Fakultäten schon gebaut. Krass. Oder man kann sich halt nur auf eine spezialisieren. Das kann halt auch sein. Ich pflanze einfach mal ein bisschen... Ja, wir können noch ein paar Lernsäle reinmachen, weil eine Uni hat nicht nur 2 Lernsäle. Wo sind Lernsäle? Du hast so... Sporthalle, Cafete brauchen wir noch irgendwo. Ja, warte, das sind keine Cafeten. Da muss ganz außen noch irgendwo... Da kann doch einer hin. So. Gleich 2, okay. Ja, wenn dann schon, wir hauen das mal raus. Berufsschul-Lernsäle heißen die, glaube ich. Die sind aber relativ weit am Anfang, vermute ich mal, ne? Schlafsaal? Lernsaal, genau. Wir haben viel zu wenig Lernsäle. Warum lernt man denn bitte in einem Lernsaal? Wenn die Bib voll ist, dann lernt man in einem Lernsaal. Ich baue jetzt hier einfach quasi so große Gebäudekomplexe, die einfach mehrere Funktionen haben, so ineinander übergehend. So, dann brauchen wir noch einen Lernsaal. Am anderen Ende. Bisschen Robbery, bisschen Müll. Oh nein, das ist Robbery. Kriminelle Studenten, du. Ja. Achtung, da ist kein Weg. Ja, da kommt hier ein Weg hin. Mhm. 1... Halt, und dahinter mach mal einen Schlafsaal. Damit da auch noch ein paar arme Studenten leben können. Weil ich glaube, da haben wir auch noch zu wenige. So. Ja, aber dann haben wir auch erstmal, glaube ich, hier ganz gut. Da können wir das optisch mal so ein bisschen noch mit Bäumen außen verkleiden. Mhm, dann haben wir es fertig. So, noch ein Weg da drauf. Ja, das sieht schon gut aus, muss ich sagen. Dann, wir bauen Ways. So. Das ist schon größer, also der Hochschulkomplex ist schon größer als mein Hochschulkomplex. So. Ein sehr komplexer Sachverhalt hier. Ja.
der sich uns darstellt. So. Sieht echt gut aus, sie ist schön geworden. Warum hier aber jetzt nicht so, so abschüssig ist. So, weil das sieht irgendwie, ich mag das lieber mit dem, so ist besser. So, und dann machen wir hier dann halt nichts, oder? Das ist dann halt eine Waldfläche. Das ist echt, echt. Denn cool hier so ein bisschen geworden. Waldfläche. Oh, da in der Mitte ist noch voll das Loch. Da. Darf doch nicht auch ein kurzes Waldstück sein oder möchtest du es auch zupflastern? Ich hätte es gesagt, dass so ein bisschen ist auch innen drin, sind immer so grüße Kanten. Oder geht das? Nee, er muss an der Straße sein. Mhm. Ja, wir simulieren den einfach durch Wald. Das stimmt. Also, ich meine, gibt deine Mutter hat Müllberge. Sorry. Weißt du, Speicherstatus. Nee. Nee, die haben keine Müll. Das ist alles Fake News. Ganz ehrlich. Die haben wahrscheinlich einfach keine Wege. Fake News Kampagne, Fake News Kampagne. Die haben genug Wägen. Müllverarbeitungswägen. Das ist bestimmt auch eine Stadt in, oder ein irgendwas in Schweden. Haha. Große Bäume. Große Bäume. Und helle dazwischen. So. Oh, oder mach mal rosa, ne? Nee, die rosa mag ich nicht. So. Dann da immer mal noch so ein bisschen von denen da dazwischen. Überall, wo so ein bisschen Platz ist. Steuerung A, ne? Nee. Steuerung P. Druckst du gerade die Bäume mit dem 3D-Drucker? Ah, Shift P. Steuerung P. Ich drucke gerade 3D-Bäume. Überall so ein bisschen was hin. Können wir irgendwo auch pinke Bäume machen? Ja. Da, wo so der IT-Club ist, bei den Gamer-Ghouls. Ich geb dir auch gleich Gamer-Ghoul, ey. Ja, mehr Freiheiten für Gamer-Ghouls. Ghoul. So, da muss richtig ein Wald hin, do. Ich sehe schon, das wird richtig... Boah, der Wald hier, der wird... Mach doch die Bäume einzeln. Ja, aber es ist so viel Arbeit. Ja, das stimmt. Boah, dieser Pinsel, ey, der könnte auch ein bisschen... Weißt du, wenn ich die Density schon so auf hoch stelle, könnte da ruhig auch ein bisschen mehr Density... Naja, geht schon irgendwie, ne? So. Density auch einbacke. Ajo. Maschinengewehr. Lieber nicht. Wieso darf ich nicht Maschinengewehr im YouTube-Video sagen? Maschinengewehr nicht toll. Dann hier Lied über Frieden einfügen. Wo ist der IT? Das sind die Clubs, oder hier? Ja. Da machen wir hier Gamer-Ghoul-Bäume. Ja. Da. Die da? Nee. Die da. Ja, die da. Die ganz pink. Ich finde, die haben auch sowas. Sowas Freundliches und Frühlingsmäßiges. Da haben die da auch gleich ihren Manga und Nachstellen und also Rollenspiele und so. Aha, Rollenspiele. Ja, diese Leute, die dann so Mangas nachstellen. Haben die da auch gleich noch so ein... Können die japanische Mangas nachstellen. So. Und da kommen dann nämlich kleinen Bäume hin. So ein bisschen so, ne? So, was hältst du von dem Campus? Da muss da ist ein fetter Wald noch, hätte ich schon gesagt, da. Ist ein schöner Campus geworden. Unser erster fertiggestellter Campus im Campus-DLC. Ist das nicht mal was? Oh ja. So. Fertig. Ja, sieht echt gut aus, muss ich sagen. Hm. Ist ein sehr schöner, organisch gewachsener Campus. Ich bin zufrieden. Und es wird wahrscheinlich weniger Gewinn, weil wir mehr Ausgaben haben, aber ja. Es ist ja halt trotzdem krass. Das ist ja halt echt ein fettes Plus hier, ne? Wenn wir halt zwei davon haben... Mit der halt auch immer mal vom Defizitären dann in den... Weil das Tolle ist halt, der macht Bildung und hat das andere, ne? Also das ist halt... Also Attractiveness sind wir halt echt... Ja. Tanzen wir weiter, als gäbe es keinen Morgen. Okay. Oh, wir machen jetzt mittlerweile einen Tanzkurs. Stimmt, das ist richtig. Unglaublich, was er hier... Boah, ist aufgestiegen. Stern. Er ist aufgestiegen. Wo hat er denn den Stern hier? So, das ist ein Naturschutzgebiet. Ja. Oh, Jagdhütte hatten wir doch auch schon. Ja, okay, weil wir denn ein anderes, das hier ist dann quasi Bouldern-Gelände ist dann neu. Ja, so viel bunkern tut er hier dann halt gar... Ist egal. Soll nicht so viel bunkern. What's your prop? Ja, das kommt mit der Zeit. Ihr habt direkt hier ein Güterbar... Also, sorry. Oh, die anderen brauchen noch ein bisschen Post, ne? Mhm.
Also der da oben. Ah, ja, und die hier auch. Die hier sind voll schlecht ausgelastet. Obwohl da Post. Nee, hinkommt. Das ist doch alles gut. Warum sind die dann schlecht ausgelastet? Weil die halt Kackboons sind, sorry. Aber ist so. Da gibt's generell Ecken, die sind komplett rot. Ja, weil wir da einfach keine Postdingens hinbauen. Postfilialen schließen ja auch immer mit der Zeit. So. Ja, die sollen sich auch nicht so anstellen da mit ihrem. Mimimi, ich will Post die haben. Die Fachhochschule kriegt gar keine Post. Die armen Studis. Hey, die haben doch hier direkt zum Postding. Ja, aber innen drin gibt's keine. Warum muss die Post halt an der Straße? Ja, guck mal, die haben noch. Ach, die sind noch neu. Die sind noch neu. Die haben. Die verschicken das alles per E-Mail. So. Die bekommen auch ein paar. Hier. Eins reicht anscheinend. Jo. Da unten ja, die das, brauchen noch. Ja, das reicht schon. Nee, die kriegen doch keine eigene Postzentrale. Nee, doch, die brauchen einen. Nee, kriegen die nicht. Da unten an der Uni, da unten ach, komm, waren auch noch. Kriegen die halt Post. Ja, und guck mal da unten. Da ist an unserer Uni ist auch total rot. Die ja, aber Studenten. Die Uni ist halt immer rot. Die alle, Armen die nicht. Ja, die sind einfach nicht an der Straße. Und was nicht an der Straße ist, kriegt keine Post. So ist es einfach. Ja, ist halt einfach egal. So, don't care. So, da wir ein bisschen Gewerbenachfrage haben, könnten wir das auf unseren, auf unser Hafen City-Ding bauen. Genau. In den fetten Fisch. So. Weißt du noch, der fette Fisch? Was, genau, hier war jetzt Öko. Und hier ist Öko und hier ist Turi und Schütt. Achso, die bräuchten eigentlich auch nochmal einen, eigentlich bräuchten wir hier nochmal einen, ich baue hier nochmal einen Güterbahnhof hin. Because they brauch auch einen. So. Oh, die Musik ist gerade extrem. City Skylines immer. So. Immer. Und überall. Immer. Ich mag's aber nicht immer, wenn ich so in Store gehe. Ich muss mal halt auch mal gucken gehen. So, well. Ach, Nase juckt. Das ist auch wieder ein Wort, gell? Nase juckt ist ein Wort. So, we don't need a Ampel. We don't need a Ampel. We don't need station. A number, another Ampel. We don't need another Drampel. Abgebogen wird hier nicht. So, da wird auch nicht abgebogen, sondern nur in the direction I want to. So. Fahrtrichtung rechts. Ausstiegen, Fahrtrichtung rechts. So, damit die sich ja nicht beschweren über ihre Verkaufswaren, die einmal im Verkauf waren. Güter. Heißt es, sie wurden dann gestohlen, Bahnhof. Wenn es Verkaufswaren sind? Ja, ist richtig. Weil das, haben sie, das haben sie richtig erkannt. Es ist eine sehr tragische und traurige Geschichte, die hier den ganzen Shop-Kapitalisten jeden Tag... Ich finde das schön, wie viele Menschen wir schon haben. Ja. 108.000. Vielleicht ein bisschen einmal zu viel, oder? Ja. Das erinnert mich gerade an eine Toilette. Verstehe ich nicht. Ach so, doch ein bisschen. Ja, da kommt das gleich ein Güterbahnhof rein, dann merkt man das nicht mehr so. Da können wir hier wieder schön über unseren Hafenrand, whatever, Dingensweg, da dann unseren... Hafenrand. Ja, Küste. Ist gerade das Wort nicht eingefallen. Wir nennen es Hafenrand. Hey. Ach, du bist einfach stuffig. Stuffig? Schnuffig. Hafenrand. Hafenrand. Ja, es heißt halt Hafenrand. So. Dann müssen wir uns eigentlich schauen, dass sie sich nicht stauen. Aber ich hoffe mal, dass sie sich einfach nicht stauen. Sonst habe ich da gar nicht die Dingens dahin gebaut. Diese Bridges. Ja, ist egal. Gibt's da keine Bridges. Ja, wow, jetzt wird der voll arbeitslos bleiben, der Güterbahnhof. Nee, ist eh nicht so viel los hier. Guck mal, die alles gut. Weil das Problem, die Mimimin ja wegen Waren rum. Und wenn ich hier dann noch mehr baue, dann Mimimin die noch mehr wegen Waren rum. Von daher. Stimmt. Also. Waren oder nicht Waren, das ist hier die Frage. Das ist korrekt. So, dann können die nämlich direkt über den hier Waren beziehen. Oder was ist denn euer Problem? Sehe ich denn, was euer Problem ist? Außer dass, achso, wäre die Verkaufswaren, ne? Da hinten brennt. Da ist ein Feuer. Well, Fire, wo ist denn da? Oh.
Josh so, ja, da reicht eine Feuerwehr. Ja, nee, das ist ja, die haben einfach keinen Strom, ne? Josh so, die werden schon Strom bekommen. Ich finde das immer so süß. So, überall so herrenlose Strommasten. Damenlose Strommasten? Nee, die sind herrenlos. Es sind Damen. Ach so. So, jetzt kann da auch eine Feuerwehr hinschnieken. So, wunderbar. Dann, weißt du, 90% des Verkehrs kommt hier halt einfach durch Busse. Weil sonst ist hier einfach nichts los, aber Hauptsache Busse. Überall Busse. So. Es sieht halt schon mit Dingen besser aus, ne? Komm, ich mache mal wieder den Bitches-Modus rein. Bitches-Modus. Psst. Willst du etwa, dass da dein Video demonetarisiert wird? Können Sie von mir aus machen. Ist mir tatsächlich egal. YouTube macht das. Hopp, ist mir egal. Schau mal. Ja, sollen sie es halt demonetarisieren? Hackt's dir. Wieso? Ja, sollen sie ruhig machen. Warum? Ja, warum denn nicht? So, denn, ja, aber das ist deren gutes Recht. Ja, aber das wäre, es ist ja nicht, es wäre ja schön, wenn du das nicht okay, provozieren würdest. Och. Bisschen Challenge Time. So. Ist Time nicht diese Schokolade mit Karamell drin? Richtig. Richtig. Und Dime ist auch das englische Wort für 10 Cent. Ah, hat das früher nur 10 Cent gekostet? Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass es daherkommt. Oh. Hübsch. Mit P. Ja, das ist jetzt so. Am Hafenrand. Genau, Hauptsache, die machen halt die Dinge. Alter Latz, das ist ein voll fettbeladener Güterzug. Nur da rein. Ja, und ja. Jetzt? Ja, dann der andere muss sich noch etablieren, ganz einfach. Ja, eigentlich müsste ich auch das so machen, dass die... Nimmt der jetzt auch den anderen? Nein. Ja, die stauen sich dann halt hier. Die wollen da nicht hin. Ja, die stauen sich. Da ist halt noch niemand, der da hin möchte. Die stauen sich. Ich sehe schon, das müsste ich immer mal anders machen. Und das mache ich dann wahrscheinlich erst wieder, wenn es halt zu spät ist. Ja, ich kenne dich. Ja, ist egal. So, wir brauchen hier noch mehr. Das sieht irgendwie echt scheiße aus noch. Da wollten wir Tourismus und so und ja. Gebäude hinbauen. Und Monumente wollten wir da hinbauen. Und Gebäude. Monument. Das ist ein, schon eins Monument. Mhm. Wir wollten ja aber zielgerichtet Monumente bauen. Genau, wir wollten als nächstes, wollten wir nicht als nächstes Strom nehmen? Ja, ich glaube, das Stromding. Jetzt vorbei, Weltraumlift lockt Touristen an. Stimmt, den wollten wir da auch noch hinmachen. So, was brauchen wir denn für den Weltraumlift? Achso, wir haben aber schon zwei gebaut. Ach stimmt, Vogelbienenpark haben wir schon gebaut. Medizinisches Zentrum. Okay. Wir haben schon angefangen mit dem Hardenkollier. Mit dem Hardenkollier haben wir auch schon angefangen. Aber ich würde jetzt echt mit dem Weltraumlift anfangen. Mhm. Da, das hier wäre Weltraumlift. Komm, hopp. Statue des Wohlstands. Ja, oder wollen wir die woanders hinbatschen? Wenn wir Hafen City haben, kommt die nach Hafen City, die Statue des Wohlstands hier. Dann kommt die dahin. Okay. Aber das sieht scheiße aus. Da. So. Weltraumlift. Edenprojekt. Weltraumlift. Transportturm. Der muss aber an die... Da hier, oder? Oh ja. Der Transportturm muss an den Hafen. Da? Da, wo das Schiff immer hin. Genau. Da? Da. Da. So, dann brauchen wir noch irgendwas für hier oben. Weil da war ja eigentlich der Plan, dass wir da was hinbauen. Weltraumlift. Edenprojekt, Hardenkollier, medizinisches Zentrum, Weltraumlift. Das passt auch hier, das Einkaufszentrum und das Yes. So, da fährt in die Mitte. In die Mitte. Milchschnitte. Oh, nachher ein Bueno Dark. Boah. Boah. Gib nachher einfach. Haben will. Gib nachher. Ja, gib es nicht. Das gibt nicht. Ich persönlich mag nämlich dunkle Schokolade in Verbindung mit Schokoriegel lieber als helle Schokolade. Als es die Kinderriegel da gab zum Beispiel, die waren absolut... Your thing. My thing. Meising. Ja, das andere ist immer so süß. Inge Meising. Das Lorbeerviertel. Deswegen habe ich meinen letzten Schokopudding auch mit... Kakao. Mit angereichert. Kakao angereichert. Weil wir einen Billo-Schokoladenpudding gekauft haben. Was? Wir kaufen nie Billo-Schoko, wir kaufen nur hoch. Da muss noch irgendwas hin, was die Leute besuchen. Hüpfburgen waren doch, oder? Ja, stimmt.
So, Hüpfburg. Bau so einen richtig fetten Park hin. Wo wollen die Leute hin? Oh, jetzt Hüpfburg. Ja, die geile Hüpfburg. Ja. Ach ja. Das warst du. Ja, das ist echt immer so ein... Der geile Shit. Ja, der geile Shit steckt halt im Detail. Oh, guck mal, da können wir hier direkt so ein, noch so ein You are the one way in my way machen. Mhm. Oh, und ich möchte mal gerne beaufsichtigen, was denn da oben sich tut. Mhm. In the egg. So. Oh, das sieht ja schon mal, Alter, das gedeiht. Gut aus. Bisschen Mitarbeiter, aber die müssen halt einfach noch entstehen. Mhm. Überall halt einfach irgendwelche gelben Busse rumfahren. Das ich finde das schön. Ja, ja, und hier gibt's Stau. Ja. Es ist super ausgetüftelt alles, ich sehe schon. Ich glaube, wir hätten doch dreispurig machen sollen. Ja, dreispurig wäre dann halt gleich eine Autobahn gewesen. Mhm. Ich setze einfach mal kurz die Geschwindigkeit hoch. Das heißt, hier dürfen die mal mindestens 80 fahren. Das. Und die sollen die Kreuze nicht frei halten. Das haben wir nicht bedacht. Ja, 80 ist schon okay. Ja. In der Stadt. Kann man mal machen auf dieser kleinen... Da in der Mitte, auf der Mittelspur, was willst du da langsamer fahren? Ja. Und auf dem anderen fahren die eh langsam, weil die eh dauernd abbremsen müssen. So. Dann Kreuzung nicht frei halten und dann ist ja gut. Aber eigentlich macht das mit den Kreuzungen frei halten eigentlich gar kein Problem. Genau, nur die müssen die Kreuzung nicht frei halten. Die von außen sollten sie frei halten. Die von außen sollten sie frei halten. Und hier, guck mal, das da. Und hier sowieso. Das macht ja den ganzen Stau hier. Genau. Und die Busse. Ja, aber die Busse sorgen dafür, dass weniger Stau da ist. Indem sie dafür sorgen, dass mehr Stau da ist. Mhm. Das war keine gute Idee. Doch, die kommen in der Mittelspur, kommen die ja durch. Vielleicht sind es teilweise ein bisschen viele Busse. Den kann man zum Beispiel mal wieder nach Hause schicken. Ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Ich meine, noch mehr Spuren wäre natürlich in der Tat sinnvoll. Guck mal, da sind zwei Volvos hintereinander. Soll ich mehr Spuren machen? Nee, aber ein Volvo vielleicht deleten. Ja, den da halt, ne? Mhm. Aber ich würde gerne dann doch irgendwie breitere... Ja, wir brauchen auf jeden Fall breitere Spuren. Dann brauchen wir halt gleich eine sechsspurige. Haben. Ja, wir können welche mit separater Busspur machen. Ja, die sahen zwar vorhin, wenn wir die aber durchgängig mit separater Busspur machen, sehen die auch nicht hässlich aus. Dann haben die halt, dann können die Autos daneben trotzdem weiterfahren und staut sich nicht. Welche denn? Das hier? Nee, machen wir am besten dann gleich ein richtiges. Ja. Nach Einbahnstraße gibt es nicht mit Busspur. Ja gut, aber die teilen sich dann schon so auf, dass die da quasi... Ja. Ist halt so, kann man nichts machen. Bisschen Verlust ist immer, ne? Ja. Hörst du, brauchst eine breitere? Ja, natürlich. Und dann müssen sie aber die Ampeln wegmachen. Let up the Ampels. Und der Fußgängerüberweg ist jetzt auch weg. Das ist korrekt. So, vielleicht wird er auch ganz gut genutzt. Ich weiß es noch nicht. Warum weißt du es nicht? So. Wenn man dann gleich über die Straße gehen kann, warum nicht? So, dann, we do the Ampels weg. Gut, dass mit den Kreuzen nicht frei halten sollten, so denke ich, irgendwie geblickt haben. Ja, wenn nicht, ist jetzt auch mehr Platz. So. Guck mal, jetzt fließt es gleich ein bisschen besser. Hm. Ja, ich müsste überall auf jeden Fall so Fußgängerteile hinbauen. Das auch. Weil because the Leute which are wechseling the Spur are the very much of the problem. Ja. So, ich deaktiviere erstmal überall die Fußgängerüberwege. Da ist ja okay. Da können sie machen. So, have fun. Ach, muss ich aber noch diese... Ja, aber gut, das ist eine Verkehrsoptimierung. Ne? Was willst du machen? So, wie ist das Leben? So. Oh. Ich habe mich gerade erschrocken, weil da irgendwo 0-0 stand. Aber da steht nur live 0-0. So. Da haben wir eh was zum Rüberlaufen. So. Und jetzt müssen wir überall einfach so ein tolles... Fußgängerweg schon bauen. Way. Ja, aber... Wir wussten, dass das kommen würde. Ja, ich habe es trotzdem nicht gemacht. Das ist sehr vorausschauend.
Auf so einer großen Straße, da muss man einfach auch damit rechnen. Guck mal, aber gleich läuft's besser. Hier sind die Buchten auch größer. Ja. Stimmt, das sind Riesenbusbuchten. Das ist aber auch gut so. Guck mal, jetzt läuft es gleich. Ja, ich sehe auch sehr viel. Ja, das ist, weil da unser Park ist. Das ist auch der Sinn, das soll alles ein bisschen versteckt sein hier, ne? Depp. Ja, bei solchen Deppen kann man halt nichts machen, ne? Jawohl, einmal durchs Parkgebäude durch. Ja. Kannst du da ein bisschen hochgehen mit Buffett? Ah, like du. Nee. Ach doch, ich muss einfach Notes anmachen. Ja, so ist besser. Eieiei. Ja, das fließt schon immer noch scheiße. Warum fahren die denn so lang? Ach, wegen dem. Ja, das hängt auch vielleicht ein bisschen im Weg. Die Haltestelle vielleicht nicht. Wie wäre es denn einfach, wenn hier nicht die rechte Spur zum Abbiegen, sondern die zweite Spur von rechts zum Abbiegen gemacht ist? Das ist auch eine super Idee. Mhm. Ja, aber dann kommen die sich gegenseitig ins Gehege, Josh. Das ist keine gute Idee. Nee, der Bus fährt ja ganz selten. Ah, stimmt. Der Bus fährt ja ganz selten. Das heißt, alle anderen, die jetzt ja quasi rüber wollen, müssen halt auf die Spur... Guck mal, da der Bus, der quasi immer nur hält, können alle anderen jetzt... Ja, aber das sind ja auch Autos und Versorgungsgebäude und... Ja, wieso? Ja, die sollen sich alle nicht so anstellen. Das klappt schon alles. Ja, ich sehe ein, dass mein Konzept hier nicht unbedingt so Yellow Fongse Eck ist, aber... Diese scheiß Postamt ist hier unglaublich dämlich platziert. Seitenstraße. So. Das macht's besser. Ja, macht's tatsächlich. Oh, du Idioten-Postwagen. Despawne bitte. Despawne, geh weg. Ich will dich nicht haben. So, ich habe mir ein schönes Verkehrschaos hergezüchtet, ich sehe schon. Das ist auch irgendwie... Es wird besser. In die andere Richtung ist auch tendenziell wenig Spielraum. Hier muss noch ein Überweg hin. Ja. Ach stimmt, habe ich aufgehört, weil ich gesehen habe, oh, die mit dem Verkehr machen, mimimi. So. Ja, natürlich sehe ich direkt, was ich tue. So. Wie es halt Geräusche macht, ist auch süß. Das ist schön. Ich mag es. Das Tolle ist, wenn ich jetzt hier quasi Dinger hinpflanze, dann sind da weniger Gewerbegebäude und dadurch weniger Stau. Und auf der anderen Seite auch noch runter? Nö, die können ja dann darüber laufen. Stimmt. So, symmetrisch-popetrisch. Ja. Wunderbar. Ja, guck mal, das klappt auch tatsächlich. Ja. Und das ist jetzt eigentlich ganz... In Ort. Jetzt ist natürlich nicht. Es ist jetzt natürlich nicht optimal, aber das mit der Ausfahrt ist jetzt ganz gut gelöst. Jo, und jetzt haben wir auch das Postamt woanders. Ich glaube, das und das Postamt, das war es halt. Ja. Ja, so ein bisschen crowded hier immer mit den Linien. Das ist in Ordnung. Wir haben 44 irgendwo in der Nähe. Das wird noch, wenn da noch mehr Leute hinkommen. Ja, EZ. Ja, würde sagen, das haben wir. Das ist ein super Umsteigezentrum. Genau. Achso, hier wollte ich noch einen Fußweg direkt in das, falls die Leute nämlich direkt hier rein wollen. So, also man kann auch da irgendwo rein. Das heißt, dann können die hier aussteigen und direkt hier in den Bahnhof reinlubbeln. Cool, dann haben wir hier auch voll das große Umsteigezentrum. Genau. Und die Leute können natürlich auch noch notfalls, wenn sie wollen, also der Trampelpfad, ne? Ja. Direkt hier an der Stromleitung entlang. Hallo? Du baust gerade Stromleitung die ganze Zeit, oder? Nee, ich baue nur auf der Ich habe gar nichts gebaut, weil der dann gerade irgendwie meinen Fokus verloren hat. Er hat meinen Ford verloren. Ja, genau. Sieht doch gut aus. Ja, jetzt sieht es auch hier gut aus. Ja, das sieht auch schon, sagen wir mal, ein bisschen ordentlicher, also, ne? Aufgeräumter ja. aus. Und hast du recht gehabt, da braucht man ein bisschen mehr Shit. So, jetzt sind wir auch bald fertig hier. Ja. Komm mal Raskanias anschauen heute. Haha. Was machen denn diese Überwege hier? Die klappen auch ganz gut. Ja, ist schön hier mit dem Park dann. Was macht denn eigentlich unser an der Hauptstraße? Guck mal hier, das hier wird dann auch halt quasi voller, weil Leute halt hier ein- und aussteigen. Was macht denn der Hauptstraßenweg, den wir da so mühevoll gebaut haben? Welchen? Der da. Wird der denn genutzt? Ja.
Also jetzt natürlich nicht übermäßig, aber die gammeln da einfach rum. Ja, die finden das da toll. Oh, ein Strafe. Die armen Suizidgefährdeten, die tummeln sich da auch. Ja. So, dann ist das hier schön. Dann würde sagen, so viele Probleme haben wir gar nicht. Also schon, aber das wird. Ne? Das hier ist natürlich jetzt noch irgendwie hässlich, aber das bebaut sich auch noch alles. Ne? Wenn da auch mal ein Güterzug langkommt. Genau, dann können wir hier den Fisch noch so ein bisschen mit den Öko. Den fetten Fisch mit Fett-Öko füttern. Ja, genau, der kriegt der hier so Öko. Aber ich glaube, das war gar kein Öko. Doch, wir haben einen kleinen normalen Teil. Das hier ist selbstproduzierend. Das hier ist, also eins ist, das ist Vergnügung und das ist, glaube ich, Touristen. Also so haben wir das aufgeteilt, dass wir verschiedene Typen von Gewerbegebieten haben, damit das so ein bisschen... Aber Öko sind doch Pflanzen. Ja, wir das hier werden jetzt quasi einfach Öko-Gebäude. Also ja, einfach ganz zum normalen Shoppen. Das ist kein Pflanzengebäude. Ja, das ist jetzt nicht so. Das ist kein Pflanzensymbol. Und Pflanzen ist ja doch Öko. Das ist ein Pflanzensymbol. Ach da, ich dachte, das war ein Baum. So, war das your prop? Jetzt haben wir doch aber hier eine Polizeiwache. Da, die Polizeiwache kann da hin. Also, nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh. Ja, das ist, glaube ich, das eindeutige Zeichen. Wir sollten mal... Da, zwei... Also, 14, 5, 5. Ja, die ist aber frisch angeschaltet worden. Die kommt dann bald vorbei, wenn die genug hier Patrouille gemacht hat. Deshalb finde ich immer noch ein ganz cool gewordenes... Slightly übertrieben, aber... Was hattet ihr? Ach, ihr war das mit den... Guck mal. Boah, der Erste. Ich sag ja, nicht der Erste, also wahrscheinlich schon der Ente, aber ja. Ist es nicht die Ente? Nein, es ist der Ente. Es ist der Ente, weißt du? So, was haben wir uns denn jetzt Schönes angucken? Scanias. Busse auf dem Thumbnail sind immer... Grins. Aber es ist irgendwo, wo sie es gerade staut. In Sonnenrichtung, so. Die Busse sind doch aber alle Sonnenfarben. Und wir sind im Sonnengebiet, also es ist immer Sonnenrichtung. So, I got the Witz. Ja, oder? Können wir uns einfach auf einen Überweg stellen? Ja, aber da sind dann keine... Ich stelle mich auf die Straße. Ach gut, aber ich hätte gerne irgendwie, dass ich beide da... Ja, genau. Das ist eigentlich eine ganz... Boah, guck mal, da schniegt sich der. Ja, aber irgendwo, wo keine Bäume sind. Wir optimieren das mal, da fahren wir. Da sind so überall Bäume. Wo wir vom Überweg quasi Busse sehen, hier. Ja. Das ist sehr schön. Tatsächlich. So, das ist sehr cool. Das gefällt mir. Ja. So. Hübsch. Mit P. So, jetzt komme ich da wieder nicht irgendwie so hin. Doch, das ist so genauso, was wir haben. Halt dich doch schön, okay? Ich bedanke mich fürs Zuschauen an der Stelle. Warum machst du am Ende diesen komischen Bayer jetzt jedes Mal? Oh, ich sehe es nicht. Okay, dann... Also es kann sein, dass ihr das cool findet. Hier einen anderen Dialekt einfügen. Ja, moin! Warum machst du das denn eigentlich nur am Ende? Weiß ich nicht, weil ich da nicht beschäftigt bin mit irgendwas, sondern quasi mir über Moderation Gedanken machen kann. Ansonsten ist ja, wir machen das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. So ist es im Prinzip. Ja. Und jetzt ist es mal irgendwie so ein bisschen... Dann bedanke ich mich an der Stelle richtig fürs Zuhören, aber es ist jetzt einfach das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.